Fernsehen schaut man in einen Raum mit gefühlten tausend Deppen, die ihren Hals Richtung Triumph ausstrecken, die auf der Zunge nichts als Habgier schmecken und den Feinden das Rückgrat brechen. Sie suchen nach Antwort und merken nicht, wie unter ihren Füßen der Boden zerbricht, und sie cashen mit Vergnügen im Sumpf der Steuerlügen. Keiner hebt den Finger, um einmal zu rügen, um einmal aufzudecken diese kleinen finsteren Lügen. Der Mann im neuen Armani kann still und heimlich über Steuergelder verfügen. Er bucht den Urlaub und steht mal in der Presse. Mit Erpressungsgeld hält die Presse wohl die Fresse. Die hohen Tiere an der Spitze senken mit Verachtung ihr Haupt. Doch in Wirklichkeit hauen sie noch selber drauf. Gutmenschen, Betreuer, hinter den Kulissen Ungeheuer, alle Worte, alle Phrasen, die sie in die Wählerärsche blasen. Nur in Wahrheit wollen sie nur deren Stimme haben. Und am Wahlsonntag werden sie dich wieder dreist verarschen. Sie erzählen von Erfolg, doch haben längst verloren. Sie schieben ihre Karre weiter unverfroren. Der Matsch steht ihnen schon bis zu den Ohren, doch in ihren Ohren hätten wir schon verloren. Wir hätten uns falsch entschieden, das Kreuzchen falsch geschrieben. Es ist fast so, als wenn wir mit den Feinden Pläne schmieden. Es ist ein Krieg, um viele Wähler zu kriegen. Doch in Wahrheit wollen sie nur Geld verdienen.